Hey ho, liebe Freunde des Blutgemetzels! Es geht weiter mit Let's Play Blood Omen 2, was auch für eine Weile gedauert hat. Ich hatte das Gefühl, oder habe immer noch das Gefühl, es wollen nicht wirklich viele Leute sehen. Aber egal, es muss trotzdem weitergehen. Die Show muss weitergehen. Was hast du getan? Die Luft hier unten ist schrecklich. Schreckliche Luft. Ja, das kann ein Vampir wie uns nicht interessieren. Und wir sind weiter einem unserer früheren Vampir-Lieutenants auf der Spur. Und ich weiß gerade nicht, wo ich lang gehen soll. Schauen wir mal, was hier ist. Ah, Saugetruhen. Was war denn das? Oh, falscher Knopf. Okay, da ist nichts drinne. Aber hier haben wir wieder Orgasmuskraft gesammelt. Boah, das ist so eine Waffentruhe, die nur funktioniert, wenn ich eine Waffe habe. Das gerade wirklich ein bisschen schlecht aussieht. Hey, du hast nicht zufällig eine Waffe? Ich bin durstig. Also, gib mal her deinen Saft. Dein Saft macht Kraft. Und es ist immer noch keine Waffe in Aussicht. Waffenlos. Ich fühle mich so nackt. Nein, geh weg. Naja, geh mir mal aus dem Weg. Da unten ist Wasser. Wasser mögen wir nicht. Vampire stinken lieber. Und der Typ hält sich für besonders schlau. Und denkt sich, ha, ein Vampir. Ich mache ihm mal den Weg zu. Und wundert sich gar nicht, dass die Tür einfach wieder aufgeht. Und wir verstecken uns mal im Nebel. Und können so eiskalt an ihm vorbeischleichen. Und an dir würde ich auch gerne eiskalt vorbeischleichen. Ich glaube, Eva, der Stealth Kill. Erstmal wieder an die Steuerung erinnern. Immer wieder ein Akt. Und bloß nicht zu nah rangehen, sonst sieht er mich. Jawolski! Da geht dein Genick. Ich nehme dein Schwert. Das brauchst du sicherlich nicht mehr. Okay, die Jungs wollen uns nicht reinlassen. Was bist du denn für ein Schlaukopf? Hier wird nicht gepetzt. Petzen mag keinen nicht so. Hm, Schalter. Temptation. You can't resist it. Okay, da kommt Dampf. Da kommt Dampf. Was passiert, wenn ich jetzt in die Mitte drücke? Irgendwas? Ah, da glitzert jetzt was. Brenne! Da haben wir sie eiskalt gebrutzelt. Was war denn das hier für ein Schalter? Ach, damit hat er das Tor zugemacht, wo wir durch wollten. Siehst du, du hast den Tod verdient. Und dich habe ich noch nicht ausgesaugt. Kinder, Kinder, nicht vergessen. Immer schön viel trinken, ist gesund. Macht flocker, lockig, lockig, flocker. In den Muskeln. Denn wer viel trinkt, der hat viel Kraft. Und ich laber geistigen Abfall. Aber wer das hier guckt, der steht zumindest so ein bisschen auf geistigen Abfall. Denn intellektuelle Anmerkungen in diesem Spiel werden, wenn, dann erst später kommen. Wenn die Handlung nämlich interessanter wird und ich es mit Soul Reaver und den Soul Reaver Spielen verknüpfen kann. Zu dem Zeitpunkt werden wir auch noch kommen. Und dann wird es richtig interessant. Aber bis dahin schlagen wir uns ein wenig mit. Oh oh.
Wer mich einfach nicht gesehen hat. Okay, das hat nicht so ganz geklappt. Ah, dafür ist der Geschichte. Und ich habe nicht mehr ganz so viel Durst. Ich hätte gerne ein Schwert, aber es steckt anscheinend in der Wand fest. Dann eben nicht. Kaum zu glauben, dass es immer noch das erste Kapitel ist. Also, das Spiel ist ein bisschen länger. Oh, wenn ich die falsche Taste drücke, kann das ja nicht klappen hier. Das da sieht aus wie heißer Dampf. Da kocht gerade einer eine Lasagne. Und wir gucken mal, ob wir was vom Kuchen abkriegen hier oben. Das Blut tropft. Und der Dampf fließt. Und das Kommentar rockt. Mal mehr, mal weniger. So, was haben wir jetzt gemacht? Jetzt haben wir irgendwie den Dampf umgeleitet. Vielleicht auch hier unten? Nein, noch nicht. Aber irgendwas haben wir jetzt gemacht. Ich check's auch noch nicht ganz, diese gewaltige Architektur der Rätsel. Freest mein Gehirn. Ah, jetzt können wir hier durch wahrscheinlich. Dann machen wir das doch mal. Hey, Junge. Du bist mir nicht so ganz sympathisch, weißt du? Oh, der Dampf hat mich geowned. Komm hoch mit dir, Kain. Wow. Scheiße, da. Das war ein unblockbarer Move. Aber wir sind nochmal mit dem Leben davongekommen. So schnell konnte ich gar nicht ausweichen. Dein Schwert bitte. Danke, danke, danke. Genau, jetzt habe ich das Ultra-Hard-Rätsel geknackt. Die Tür ist offen. Und wir können den Dampf wieder umleiten. Eine der Stärken des Spiels sind die Endbosskämpfe, wenn ich das noch nicht erwähnt habe. Und ich freue mich, dass bald einer kommt. Ich alte Spoilersau. So. So, so, meine Freunde. Jetzt haben wir den Dampf deaktiviert, ganz unten. Und alle Wege führen zurück. In die Tiefe, der wir hinabgleiten. Und damit dürften wir den Dungeon, wenn man das so nennen kann, soweit geschafft haben. Komme ich hier hoch? Hoch genug springen kann ich eigentlich. Wenn die Steuerung nicht so mega hakelig wäre. Jawohl, kein. Besser als jeder Prince of Persia. Unser Gebieter hatte recht. Du lebst. Erinnerst du dich an mich, Kain? Immerhin habe ich dir stets treu gedient. Faustus. Einer der Legionäre in meinem Vampirheer. Ein unbedeutender Soldat. Und nun war er ein Verräter. Faustus, dann stimmt es also. Ich wollte es nicht glauben. Vampire haben sich gegen ihre eigenen Brüder gewandt. Brüder, ich diene den Sarafanen. Sie beschützen mich, sie geben mir Macht. Und wer könnte einen Vampir besser töten als ein noch mächtigerer Vampir? Die Geschichte wird von Siegern geschrieben, Kain. Sie sind meine Brüder. Wie viele von uns haben die Sarafanen getötet? Wie viele von uns hast du ihnen ausgeliefert? Wen interessieren die Toten? Ich weine nicht um sie. Und ich werde auch um dich nicht weinen. Sieh dich um, Faustus. Bist du immer noch überzeugt von deinem Sieg? Ein unbedeutender Rückschlag. Unser Gebieter weiß, dass du hier bist. Einmal hat er dich schon geschlagen. Nun wird er dich begraben. Schade, dass du das nicht mehr erleben wirst, Faustus.
Denn zunächst begrabe ich dich. Und auf geht's in den ersten Bosskampf. Faustus. Und ich... Wow. Ich sollte mal zuschlagen. Der Sack hat erstmal meine Waffe geschreddert. Aber irgendwann kriege ich dich. Mann gegen Mann hier. Wow, das war im letzten Moment geblockt. Aufs Maul, mein Freund. Ah, die Bosskämpfe in dem Spiel sind echt toll. Wow! Und wenn ich die Steuerung heute noch lerne. Er versucht immer einen Bosskampf zu machen. Während eure Katze euch die Hand legt. Das ist ein echtes Handicap und dadurch drücke ich die ganze Zeit auf die falsche Taste. Ja, ich weiß. Ich bin zu bemitleiden. Aber läuft ja noch ganz gut. Aufs Maul, mein Freund. Jetzt weiß ich, was dieser gelbe Move ist. Das ist einfach ein Waffenzerstörer-Move. Damit hat er mein Schwert geschrottet. Und die roten Moves sind halt die unblockbaren. Mit denen man besser ausweichen sollte. Na, komm schon. Komm her. Ich hab dich doch gleich. Ich werde hier nicht verkacken, das kannst du vergessen. Oh Mann, komm schon, mach deinen Move. Kannst du nicht töten. Als ob ich dich nicht berühren könnte. Oh Junge. Auf zu blocken, du Sau. Ah, endlich! Endlich! Immer noch nicht genug? Meine Fresse. Oh, das war aufs Kreuz. Oh, oh. Kein, steh auf. Komm, steh auf. Katze, geh mir nicht auf den Senkel. Hilfe. Jawolski, das war ein Treffer. Und die erste Phase des Kampfes haben wir geschafft. Jetzt geht's weiter zur zweiten Phase. Ich komme kein. Bei der wir ihn ordentlich brutzeln werden. Denn der ist ja doof genug, sich auf die Ofen zu stellen. Ich komme kein. Oh oh. Und wirft mit Molotow-Cocktails oder sowas. Ich komme kein. Ich will gar nicht, dass du kommst. Das finde ich abartig, Junge. Ich komme kein. Aua, 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 Brandbomben. Los, hol ihn dir. Verdammt, hol ihn dir. Irgendwie schaffe ich es gerade nicht, ihn zu errennen. Ich komme kein. Ah, jetzt habe ich eine Idee, glaube ich. Ich komme kein. Ja, dann komm mal her hier. Ich komme kein. Ich komme kein. Ich komme kein. Ich komme kein. Das ist nicht dein Ernst, Alter. Oh nö. Nicht nochmal. Okay, diesmal ohne Katze.
Machen wir es schnell und schmerzlos hier. Der Typ gibt mir jetzt schon auf die Eier. Ich mach dich Messer, ey. Herrsg. Ich hab wieder vorhin gestöhnt hat, wo der zu mir runtergesprungen ist. Leider kann man das hier am Anfang nicht beschleunigen, soweit ich weiß. Man muss ihn halt dazu bringen, dass er seinen krassen Angriff macht. Und dann ausweichen und kontern. Komm schon, Junge. Wir wollen noch, dass es hier heute noch weitergeht. Und ich weiß nicht, ob man seinen normalen Angriffen auch ausweichen könnte. Kannst ja mal probieren. Ja, oder so. Ist mir auch recht. Okay, das scheint auch zu gehen, ist aber nicht ganz so leicht. Weil man dadurch auch Treffer einstecken kann. Komm her. Ich hätte gern die zweite Phase wieder, danke. Komm, mach mal deinen Angriff. Kann ich dich provozieren? Ja, wenn ich das mache, stecke ich immer einen Treffer ein. Naja. Ist das hier die sichere? Wow. Wenn noch langsamere Methode. Ihn, wenn du mich berühren kannst, kannst du nicht töten. Ihn fertig zu machen. Oh Gott. Schlimme ist, du hast auch kein Blut nirgendwo während des ganzen Kampfes. Du kannst nicht viel machen. Deswegen darf man nicht so viele Fehler machen. Das ist gar nicht so leicht hier am Anfang. Vor allem, wenn man auch nicht so viel Lebensenergie hat. Später vielleicht im Spiel. Aber inzwischen habe ich erfolgreich die Katze. Inzwischen habe ich erfolgreich die Katze vom Schoß verdrängt. Und jetzt mache ich die Sau fertig. Das war so richtig. Ich komme kein. Ich komme kein. Ich komme kein. Auf wohin konnte ich einen freien Treffer kassieren? Ich komme kein. Ah, so ist mir das jetzt auch lieb. Vor allem weiß ich ja jetzt, wie er geht. Zumindest in der Phase. Feuer. Aber ich werde noch dreimal auf die gleiche Weise von dir getroffen werden. So, wo steht er jetzt? Da hinten. Ich komme kein. Ich komme kein. Jetzt wirst du gegrillt, mein Freund. Wie ein Grillhähnchen. Ganz Dachschaden hat er auch nicht mehr, oder? Ah, das ist so ein wunderbares Beispiel für die Bosskämpfe in. Für die Bosskämpfe in dem Spiel. Man braucht immer eine Taktik und es hängt meist mit den dunklen Gaben zusammen, die man so hat. Im Grunde sehr Zelda-like. Man muss immer die Fähigkeiten und Items benutzen, die man hat. In diesem Fall sind es eher die Fähigkeiten. Und er wird gegrillt. Feinster Vampir auf dem Spieß. Was geht denn jetzt ab? Dampf. Wo ist er hin? Ach du Scheiße, er attackiert mich. Okay, wir rennen mal im Kreis. Denn wir haben anscheinend die nächste Phase erreicht. Oh, er ist ja fast tot. Ich werde kein wertvolles Juwel zerstören. Nein, das kann nicht sein. Doch, das kann sein. Leider daneben, mein Freund. Was er jetzt nämlich versucht, ist quasi hier an den Ketten an der Decke entlang zu hangeln. Und in einem bestimmten Moment aus dem Nichts gesprungen zu kommen. Ich versuche ihn gerade so ein bisschen anzulocken. Wow, das war knapp. Oh, treff ihn, treff ihn! Nur ein Treffer reicht mir nicht, danke. Und er ist wieder an der Decke. Ich
könnte ja mal meine andere Fähigkeit einsetzen. Ich weiß gar nicht, ob die mir was bringt jetzt hier. Aber ich glaube nicht. Ich hau ihn jetzt einfach so K.O. Da ich jetzt hier auf die falschen Knöpfe drücke, bin ich gerade zu... Bin ich gerade zu aufgeregt hier. Okay, es hat doch geklappt. Fuck! Er braucht noch einen Treffer, aber ich auch. Also wer als nächstes trifft, gewinnt. Beste Stelle bisher in dem Spiel, finde ich. Ich habe Bosskampf. Der Rest war so okay. Ganz cool, aber das Gameplay hat so seine Längen. Das kann sein. Das kann ganz gut sein. Und tschüss. Lolz. Was ist gerade passiert? Kain hat jetzt quasi ihm seine Spezialfähigkeit geraubt. Nämlich die beide schnelle Sprünge zu machen. Damit können wir Angriffe machen und Riesenabgründe überwinden. Und naja, das ist eine coole Sache. So kriegt man sozusagen die Fähigkeiten in diesem Spiel. Was mich aber stört, ist, wie das dargestellt wird. Es hat so ein bisschen was, wir klauen jetzt mal von Soul Reaver und es sieht so aus, als ob er ihn die Seele rauszieht, was aber gar nicht geht. Ein bisschen bekloppt, aber naja. Telekinetisch hat er ihm irgendwie seine Fähigkeit entzogen. Ich hätte es cooler gefunden, wenn er ihn ausgesaugt hätte, in ihm so seine Kräfte geraubt hätte oder so, aber naja. So sind wir jetzt auch mächtig geworden. Und das sieht echt cool aus hier, muss ich sagen. Und wir müssten das erste Kapitel gleich bewältigt haben. Und können gleich mal unsere Fähigkeit benutzen. Hat schon einen sehr kineastischen Effekt. Noch irgendwas versteckt hier? Sieht nicht so aus. Kann man lustige Spielereien mitmachen mit der Fähigkeit. Erstes Kapitel geschafft. Oder das zweite schon? Oh, wir waren ja doch schon im zweiten. Hurray! Gute Arbeit, Kain. Du hast dich im Schmugglerviertel sehr klug verhalten. Vielleicht hatte unser Anführer doch recht. Ah ja, der mysteriöse Anführer. Sagst du mir jetzt endlich, wer er ist? Sein Name ist ein gut gehütetes Geheimnis. Es ist jedoch an der Zeit, dass du ihn triffst. Geh zum Heiligtum. Dort ist unser Hauptquartier. Unser Anführer erwartet dich bereits. Geh hierhin, geh dorthin. Wofür hältst du mich? Ich bin noch kein Laufbursche. Du bist noch kein General, Kain. Also spar dir deine Forderungen. Geh zum Heiligtum und warte dort auf mich. Ich habe Befehl, das Industrieviertel im Norden der Stadt zu erforschen. Wir treffen uns im Heiligtum. Dort erzähle ich dir, was ich entdeckt habe. Ich brauche Antworten, Mädchen. Ich will Lord Sarafan. Wir auch, Kain. Aber erst, wenn du bereit bist und unsere Zeit gekommen ist. Du solltest dich davor hüten, mich zu unterschätzen. Das tue ich nicht. Du bist unsere letzte Hoffnung.
Ich will dich nicht durch eine unüberlegte Tat verlieren. Na gut. Wo ist dieses Heiligtum? Geh zum Roten Raben. Sprich dort mit der Kellnerin. Sie wird dir sagen, was du zu tun hast. Warum habe ich getan, was sie wollte? Und wieso habe ich ihr vertraut? Ich bin immer meinen eigenen Weg gegangen. Aber dieses Mal... Du hast mich heute wirklich beeindruckt, Kain. Wir werden bald wieder zusammenarbeiten und diese Plage aus unserem Land vertreiben. Das werden wir tun. Wir werden erfahren, wer der Anführer der Kabal ist, des vampirischen Widerstands. Wir werden diese Gegend hier erforschen. Und eigentlich kann ich noch nicht Schluss machen. Ich muss wenigstens noch bis zum Safe Point kommen. Dang it! Verlängern noch unsere Lebensenergie. Hey, ihr wisst ihr, wo man hier Spaß haben kann? Ups. Da bin ich wohl ausgerutscht. Naja. Das Blut brauchst du jetzt nicht mehr. Der Safe Point war da, wo sie rübergesprungen ist, bin ich der Meinung. Da habe ich was Rotes glitzern sehen. Na, jedenfalls werden wir beim nächsten Mal erfahren, wie es weitergeht. Und wie gesagt, die Story wird gegen Ende des Spiels noch richtig interessant. Auch wenn sie so ihre Schwächen hat. Ist aber mit den Endboss-Kämpfen so mit mein Lieblingsteil des Spiels. Das Gameplay ist so, naja, man will halt wissen, wie es weitergeht. Und das werden wir beim nächsten Mal erfahren. Bis dann, Leute. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen oder schreibt was Schönes in die Kommentare. Ich freue mich drüber. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Blood Omen 2.